Hallo und herzlich willkommen zum Thema Pflanzen im View. Mein Name ist Annika Plotka. In diesem Beitrag möchte ich gerne einmal die verschiedenen Möglichkeiten der Pflanzen zeigen und was eben deren Unterschiede sind. Zum einen findet man Pflanzen hier über dieses Baumsymbol. Darunter findet man alle Pflanzen, die zum Pflanzeneditor gehören. Und um eine Pflanze hinzuzufügen, kann man entweder einmal mit der linken Maustaste kurzklicken, dann fügt man stets die zuletzt verwendete Pflanze hinzu. Oder man klickt einmal lang mit der linken Maustaste oder eben einmal kurz mit der rechten Maustaste und kommt dann halt eben in den Pflanzeneditor und kann sich eine andere Pflanze auswählen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und ja, hier auf der linken Seite findet man halt eben die unterschiedlichen Themenbereiche. Jetzt habe ich Blumen und Büsche und Gräser und Pflanzen und so weiter. Hier bin ich jetzt halt eben in den Bäumen und da wähle ich einfach mal hier diesen Baum. Ich bleibe einfach mal dabei, klicke einfach doppelt und füge den einfach mal hinzu. Da wäre er dann. In den meisten Fällen reicht eben so ein Baum eben nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel hier so eine Allee darstellen möchte, wo rechts und links halt eben Bäume sind, in der Mitte eben ein Weg, eine Straße, ein Fluss oder was auch immer, bräuchte man ja diesen Baum hier öfter. Und ja, um diesen Baum nochmal hinzuzufügen, gibt es halt eben zwei unterschiedliche Wege. Zum einen, wie in den letzten Beiträgen bereits gezeigt, fährt man hier auf eine dieser Pfeile für die Achsen, hält die Alt-Taste gedrückt und mit der linken Maustaste klickt man jetzt und zieht einfach den Baum dann dementsprechend weg. Und dann hat man den Baum eben nochmal. Es sollte allerdings klar sein, dass man bei diesem Vorgang diesen Baum hier halt eben auch wirklich nur 100%ig kopiert. Das heißt, dieser Baum hier sieht genauso aus wie der andere auch. Ich entferne den einfach nochmal. Klickt man hingegen hier nochmal auf dieses Baumsymbol, um in den Pflanzeneditor zu kommen, und wählt sich diesen Baum aus, oder aber man klickt hier halt eben einfach nur einmal kurz, um halt eben, wie gesagt, die gerade hinzugefügte Pflanzenart nochmal hinzuzufügen, erhält man auch nochmal den Baum. Allerdings ist über diesen Vorgang dieser Baum anders als jener. Also die Pflanzenart ist die gleiche, aber die unterscheiden sich immer irgendwie. Das fällt bei diesem Baum hier jetzt vielleicht nicht gerade so auf. Ich drehe das Ganze mal ein wenig. Und den da auch. Ja, so wollte ich das nicht drehen. So, und verschiebe den mal ein bisschen. Und auch den kann man mal ein bisschen weiter wegschieben. Und die Renderoption vorgeben. Und einfach mal angucken. Ja, also das ist zwar der gleiche Baum wie dieser dort, aber der sieht immer halt ein bisschen anders aus, weil der halt eben nicht kopiert worden ist. Im eigentlichen Sinne so, wie das bei den Geländen eben auch der Fall ist. Dann kann man jetzt zum Beispiel für diesen Baum hier einfach mal doppelt auf diesen Namen des Baumes klicken. Und dann öffnet sich der Pflanzeneditor für diesen Baum. Hier oben kann man halt eben sich die Vorschau nochmal rendern lassen. Und hier eine neue Pflanze daraus erstellen, eine neue Pflanze speichern, ein bisschen Wind, also ne, wie der Baum halt eben auf Wind reagiert, einstellen, eine andere Pflanzenart laden oder halt eben auch wieder speichern, zurück und vorgehen, wie hier oben eben auch, und die Lupenfunktion und so weiter. Und dieser Bereich ist dann wieder wie bei den Geländearten auch, man kann die Anzahl der Polygone halt eben halbieren oder eben multiplizieren. Je höher die Polygone sind, umso schöner ist meistens der Baum. Nun kommt es auch immer auf die Art des Rechners an. Was kann mein Rechner und wann geht er in die Knie? Im Grunde, ja, also würde ich jetzt nicht für jeden einzelnen Baum hier grundsätzlich die Polygone erhöhen. Aber wenn man dann hier so blöde Übergänge hat, gerade hier vom Stamm, dann sage ich mal zum Ast, sieht das manchmal so, ja, wirklich nicht besonders toll aus. Dann würde ich auf jeden Fall die Polygone hier einfach mal erhöhen. Zudem kann man hier die Länge von dem Baum an sich eben einstellen oder man macht ihn eben kleiner.
wie weit er hier knicken soll. Wie knorrig ist der? Ja, man kann den hier auch kurz machen und macht dann halt eben so einen Minibaum oder einen Busch oder sowas. Ob der hängt oder eben auch nicht. Und der Winkel der ganzen Sache. Auf der rechten Seite findet man alles zum Thema Blätter an sich. Da kann man auch die Länge der Blätter eingeben. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders in so hoch. Aber theoretisch machbar. Wie breit sind die Blätter? Werden die zufällig angeordnet? Wie flexibel sind die? Die Flexibilität ist gerade dann wieder wichtig, wenn man hier wieder mit so Windgeschichten rumspielt. Weil, ja, wenn die halt eben sehr flexibel sind, dann wehen die im Wind halt eben anders, sage ich mal, als wenn die halt eben nicht flexibel sind. Sind die aufgerollt oder eben auch nicht? Die grundsätzliche Farbe, sage ich mal. Und dann findet man hier noch auf der linken Seite ein Material. Und zwar ist das das Material von dem Baum an sich, also diese Baumrinde. Die kann man hier ändern. Hier oben drüber findet man halt eben alles, was zu diesem Baum an sich halt eben gehört, zum Stamm, sage ich mal. Und auch wenn man hier alle Teilsätze zum Beispiel auswählt und hier einfach mal jetzt doppelklickt, kommt man, wie in den vorangegangenen Beiträgen schon gezeigt, einfach mal in den Materialeditor. Ja, wenn man hier nochmal doppelklickt, kann man halt eben sich zum Beispiel eine andere Baumrinde aussuchen, weil bei manchen Bäumen ist es eben nicht wirklich hübsch. Und, oder vielleicht hat man auch selber welche erstellt und lädt dann hier einfach eine andere. Sage einfach OK. Und jetzt hat der Baum diese Baumrinde. Ich sage einfach mal OK. Der ändert mir das komplett direkt um nach dem OK. Allerdings nur diesen Baum, weil ich ja auch nur diesen Baum ausgewählt hatte und nicht diesen. Ich entferne den jetzt einfach mal. Und schiebe den einfach mal ein bisschen mehr hier vorne hin und ein bisschen mehr in die Mitte, damit man was sieht. Und rendere das Ganze. Dieser Baum sähe jetzt momentan halt eben in der Vorschauqualität mal so aus. Und wenn ich mir jetzt den Pflanzeneditor nochmal angucke, sehe ich schon in der Vorschau, Moment, hier oben das ist alles hellgrau und hier unten das ist dunkelgrau. Warum ist das denn so? Und wenn ich mir dann mal jetzt angucke, sehe ich, das Material wurde hier übernommen. Für den unteren Stammbereich aber allerdings nicht. Und das, obwohl ich hier auf alle Teilsätze geklickt hatte. Also klickt man dort nochmal und wählt dann einfach nochmal das Material aus. Und dann wird das auch hier unten hinzugefügt, auch wenn man das momentan nicht sieht. Hier auch nicht wirklich, weil der Baum halt eben hier unten unterhalb der Fläche ist. Ja, wenn man den direkt von Anfang an ordentlich abstellt, dann hat man halt manchmal oben wunderschöne Rinde und hier unten einfach zum Beispiel nur grau. Dann sollte man das Ganze im Editor nochmal einstellen. Ich rendere den einfach nochmal. Und dann sieht das Ganze jetzt zum Beispiel so aus. Und auf der rechten Seite hier kann man halt eben die Blätter an sich ändern. Auf die Symbole hier unten, da komme ich dann noch zu sprechen, wenn wir mal so weit sind, dass man mal unsere eigenen Pflanzen erstellen. Dann kann man hier die globale Farbe, also eine Farbkorrektur grundsätzlich für diese Blätter hier vornehmen. Oder man fügt halt eben eine Farbmischung hinzu. Muss hier zwischendurch immer mal wieder aktualisieren. Die werden jetzt ganz schwarz. Hier oben ist auch schwarz. Und dann gebe ich dem zum Beispiel mal ein helles Braun. Ja, dann wird das was heller hier. Man kann auch eine Farbmaske hinzufügen. Da wäre 100% wäre das nicht so schön, weil die Blätter sehen doch sehr unnatürlich aus, muss ich mal sagen. Also sollte man hier schon, ja, mit den Werten wieder runtergehen. Und man kann natürlich auch die globale Farbe korrigieren und sagen, wir sollen von Anfang an eben ein bisschen mehr von mir aus herbstlich sein oder so. Und fügt dann hier zum Beispiel wieder grün hinzu. So zum Beispiel. Ja, also unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu mischen. Auch hier kann man, wie man sieht, neue Ebenen hinzufügen und dann die ganzen Dinge mischen. Auch die ganzen Laschen dafür sind da. Und zwar nicht nur für die Blätter an sich, sondern eben auch für die Baumrinde. Und ja, wenn ich mal bei dem Thema für die Außenzähne bin, fangen wir mal an, so einen Baum
einfach mal ein bisschen Moos zu geben und so weiter, denn ja, so wie sie halt eben draußen in der Natur vorkommen. Die Bäume sind ja nicht immer hundertprozentig einfach schön, gerade nur Baumrinde, oben schöne Blätter, fertig, sondern die stehen ja schon ein paar Jahrzehnte draußen rum und haben halt hier und da schon ein bisschen Moos und Efeu drumherum und so weiter. Okay, das wäre dann jetzt der Baum. Der sieht ja dann jetzt so aus. Ich rendere die nochmal eben schnell, ja. Und da wären die Blätter halt eben ein bisschen anders. Der Baum ist momentan nicht sehr schön, weil es ist halt eben auch nur die Vorschauqualität. Aber das macht, denke ich, weiter nichts. Diese Bäume eignen sich hervorragend, beziehungsweise die Pflanzen aus dem Pflanzeneditor an sich, um halt eben auch Ökosysteme zu erstellen oder über den Painter hier mal eben irgendwo ein paar Pflanzen hinzumalen. Allerdings auch nicht wirklich mit allen. Ich nochmal Pflanzeneditor gucke. Findet man hier oben für jedes, ne, wenn ich hier klicke, ändert sich immer der Text. Und wenn man den Text liest, dann findet man heraus, dass eben bei manchen hier drin steht, dass sie halt eben eine hohe Anzahl von Polygonen haben. Also hoch heißt in Englisch high. Ja, und Polygone sind Polygone. Die sollte man dann vielleicht nicht unbedingt gerade bei alten Rechnern für ein Ökosystem verwenden oder so, weil sonst die Anzahl der Polygone halt eben sehr schnell in die Höhe steigt. Okay, das sind die Pflanzen aus dem Pflanzeneditor. Und vielleicht ist es hier und da schon wem aufgefallen. Vielleicht hat man das im Moment auch noch nicht. Aber dann vielleicht irgendwann, wenn man dann bei cornucopia3d.com mal so Pflanzen kauft, findet man hier noch welche im Objekteditor. Ja, da habe ich hier auch einen Ordner Plants und darunter jetzt zum Beispiel Grasses and Weeds. Und hier gibt es halt eben auch Pflanzen. Vielleicht findet man auch einen Baum oder sowas. Und ja, warum liegen die Pflanzen jetzt in diesem Ordner auch nicht im Pflanzeneditor? Ich füge jetzt einfach mal die nochmal hinzu. Da gibt es ein paar Unterschiede. Zum einen sind die Pflanzen, die sich in dem Objekteditor befinden, meistens, ja, sehen die sehr viel echter aus als die Pflanzen in dem Pflanzeneditor, obwohl die natürlich auch nicht schlecht sind. Zum Zweiten haben die hier weitaus höhere Anzahlen von Polygonen. Das heißt, sie sollten eigentlich nur nach Möglichkeit im Einzelnen hinzugefügt werden und dann hier so zum Beispiel im Vordergrund. Ja, ich füge mal ein paar einfach hinzu. Und nicht gerade als Ökosystem nach Möglichkeit, gerade wieder mal nicht bei alten Rechnern. Weil für uns echt ans Arbeiten kommt, beziehungsweise der PC. Und ein weiterer Unterschied ist auf jeden Fall, wenn ich hier jetzt zum Beispiel bei diesem Grasding einfach mal doppelklicke. Ja, bei diesen Pflanzen hier aus diesem Editor hat sich der Pflanzeneditor geöffnet. Bei diesen Pflanzen hier öffnet sich lediglich dieses Polygongitter-Fenster für die Option, wo man dann die Qualität herabsetzen oder noch höher einstellen kann und wie genau das Ganze sein soll und so. Im Grunde ist das Ganze hier erstmal mit Vorsicht zu genießen. Also ich sag mal, die sind eigentlich schon recht gut, wenn man jetzt hier mit der Qualität natürlich noch höher geht, kann man machen. Aber gerade bei alten Rechnern braucht man sich nicht wundern, wenn das Ganze halt eben ewig dauert, bis man dann hier mal mit okay das Ganze auch wirklich übernommen hat. Zudem hat man diese Änderung, die man dann hier einmal gemacht hat, auch wirklich nur für diese eine Pflanze wieder gemacht und nicht für alle anderen. Und ein weiterer großer Unterschied ist, im Gegensatz zu den Pflanzen aus dem Pflanzeneditor, ich kann hier die Pflanze auch 100-mal über dieses Aufrufen von dem Objekteditor hinzufügen. Die Pflanze hier ist statisch, das heißt, die ist so, wie sie ist. Und wenn ich die 100-mal hinzufüge, die wird 100-mal genauso aussehen und eben einfach nicht anders. Dafür, wenn ich hier nochmal klicke, gibt es dann hier immer ein paar unterschiedliche Variationen von diesen Pflanzen an sich, sag ich mal, wie hier jetzt. Ja, da hat man halt eben eine Version und dann so eine Version und so eine Version, damit das eben nicht 100.000 Mal gleich aussieht, sondern dass man das ein bisschen selber mischen kann, wie man das Ganze gerne haben möchte. Dann rendere ich eben nochmal kurz die Wiese. Und das sehe ich jetzt zum Beispiel so aus. Wohlgemerkt ist das Ganze ja, auch nur Vorschauqualität
ohne irgendwie an der Atmosphäre ein bisschen rumgespielt zu haben oder sowas. Also im Grunde sehen die hier schon wirklich richtig gut aus, aber halt eben mehr so viel Vordergrundgeschichten und nicht unbedingt als Ökosystem, obwohl man natürlich im Ökosystem selber auch Objekte hinzufügen kann. Wenn man es denn unbedingt benötigt, kann man es mal ausprobieren. Und wenn der Rechner sich verabschiedet, dann sollte man es vielleicht mal mit Pflanzen aus dem Pflanzeneditor versuchen, die auch wirklich nicht schlecht sind. Ja, das war es zum ersten Mal zum Thema Pflanzen für den ersten Teil, wie man halt eben selber Pflanzen oder seine eigenen Pflanzen erstellt, weil man eben eigene Blätter hat und eben eigene Baumrindentexturen und so weiter. Da kommen wir irgendwann mal zu. Das ist ja erstmal hier nur die Grundlagen. Okay, ich hoffe, das war hier und da ein bisschen hilfreich und bedanke mich euch herzlich für das Ansehen meines Videos.